Ich bin Tails. Dr. Eggman und Chaos sind mit Hilfe des Egg Carriers geflohen. Sonic, wir müssen ihnen folgen. Wir können den Tornado nehmen. Der steht immer bereit. Schnell, auf zu meiner Werkstatt. Ich hoffe mal, dass er bereit steht. Behold my direkt. Ah, ne, die Cutscene wieder. Zum Glück kann man die ja in der Gamecube-Version überspringen. Das ging auf dem Sega Dreamcast, soviel ich weiß, nicht. Also ich habe die selber nie gespielt, aber... kommt der Ring her. Ja, aber auf jeden Fall willkommen zurück zu Sonic Adventure DX. Die Tails, die uns schon vorgetragen hat, müssen den Egg Carrier mal wieder verfolgen. Was macht Buckles denn noch hier? What's the matter? What are you waiting for? Ja, das frage ich dich, mein Freund. Du wolltest doch noch was erledigen, hast du gesagt. Na egal. Wir haben auch schon die Hälfte der Tails Story durch, aber wir sind gerade bei 50%. So viel kommt da wirklich nicht mehr. Ich glaube, im nächsten Part sollten wir damit auch fertig sein, ne? Ja, nächste Zwischensequenz. Sonic, wait here for a second. Damit werden wir wieder in Sky Chase Act 1. Ja, ich glaube, das hat sich aber nichts geändert. Im Gegensatz zur Sonic Story. Ne, auch die Aufteilung der Düsenjäger kommt mir sehr bekannt vor. Also müssen wir uns hier wieder zu Tode langweilen. Leider. Also dieses Sky Chase wurde das erste Mal eingeführt in Sonic Adventure. Sonic Adventure. Der 2 natürlich. Sonic the Hedgehog 2 für den Sega Mega Drive, weil es da nur eine Zone gab, dieser ein Act. Aber danach ist man jetzt zu Wing Fortress gekommen. Aber da war das halt noch so ein bisschen schwieriger, weil da musste man, hatte man keinen Laser oder ähnliches, Kanone. Und dann da war Sonic halt auf dem Dach. Man musste halt mit Bendash und Wirbelsprung die ganzen Gegner besiegen. Und das fand ich halt auch viel herausfordernder. Aber ich kann hier mal einen kleinen Funfact auspacken. So eine Trivia kann man, bei Funfact Trivia kann man nehmen, wie man möchte. Und zwar wollte ich hier auf dem Egg Carrier, ich weiß nicht, ob bei Act 1 oder 2, ein Bosskampf stattfinden. Und zwar gegen einen zweiköpfigen Metalldrache, ne? Dieser musste aber rausgenommen werden. Was vielleicht auch besser ist, weil ansonsten wäre das Spiel wahrscheinlich nur noch verpackter, als es ohnehin schon ist. Ja, habe ich ja schon erzählt, Sonic Adventure 2 ist ziemlich verbuggt. Was sag ich denn über Sonic Adventure 2? Ich meinte DX. Adventure 2 wahrscheinlich auch, ja, aber... ich meinte jetzt nur den DX-Teil. Wobei das bei Adventure 2 ist ein bisschen weniger verbuggt als der erste Teil. Einfach weil da die Technik schon fortgeschrittener war. Ja. Ich finde auch den Himmel ziemlich langweilig gestaltet. Es hat einfach nur irgendein Bild von einem blauen Himmel und das war's. Ja, wie gesagt, die Technik war damals halt noch ein bisschen limitiert, aber vor allem auf dem Gamecube, bis auf dem Gamecube hätte man ja ein bisschen mehr Effekte da reinhauen können. Ne? Aber naja, generell haben sie bei der Gamecube-Version ein bisschen faul agiert. Es gibt nicht wirklich einen Grund, sie zu kaufen. Wenn man mal die verbesserten Charaktermodelle absieht und bei den Schaugarten. Aber ansonsten. Aber jetzt kommt zumindest ein bisschen was Neues, weil jetzt werden wir vom Egg Carrier getroffen. Jetzt werden ja Sonic und Tails getrennt. Das heißt, Tails erlebt diesmal was anderes als Sonic. Was ist das wohl? Thank you.
that dream brought back memories. I owe so much to Sonic. Sonic! Wonder where he went. Sure hope he's all right. The tornado's not powerful enough. If I'm gonna get that egg carrier, I need to finish my prototype. It needs a Chaos Emerald to work. Looks like I'd better find one fast. Interessante Cutscene, die da gerade kam. War halt wieder so ein typischer Traum, das zeigen soll, wie Sonic, wie Tails Sonic kennengelernt hat. Also die offizielle Story war ja, glaube ich, so, dass Sonic Tails auf Westside Island getroffen hat. Das war die Insel, wo Sonic the Hedgehog 2 gespielt hat. Und Tails soll, glaube ich, eins der Tiere gewesen sein, die damals von Dr. Eggman entführt worden sind. Und ja, aufgrund seiner Schwänze hier so ist er dann geflogen. Er war der Einzige, der mit Sonics Lichtgeschwindigkeit mithalten konnte. Und ja, dadurch sind sie dann halt Freunde geworden und haben halt in Sonic 2 dann gegen Eggman gekämpft. Ja, wobei die Cutscene auch sehr verwirren kann, muss ich sagen. You must find the Chaos Emerald, but searching in the jungle is very difficult. Ja, weil das vermittelt halt irgendwie, ja, die haben sich im Mystic Ruins getroffen, was eigentlich vollkommener Blödsinn ist. Sagen, dass sich das erste Team nicht gemeldet hat, werden wir ein zweites Team aussenden. Ich habe den Wagen repariert, das sollte jetzt funktionieren. So, alle bereit zu einem Marsch durch den Dschungel? Das ist eigentlich eine ziemlich blöde Idee. Wenn das erste Team nicht aufgetaucht ist, wieso sollte dann das zweite wieder auftauchen? Ne? Ich würde halt eher mit dem Helikopter oder so, dass ich dann noch suchen. Ne? Aber ja, wie das Licht uns schon verraten hat, im Dschungel nach dem Chaos Emerald zu suchen, ist wirklich schwierig. Ich weiß auch, das hat gerade gar nicht vom. Wow! There's a Chaos Emerald! Hey! Wait up! Stop! Oh, ich habe ihn jetzt doch durch Zufall gefunden, ne? Aber dieser Frosch hat ihn mitgenommen. Dann müssen wir heute wohl Frösche jagen. Na dann. Der Fußhalter bestätigen und rein geht's. Kommt. Lustig, dass hier jetzt auf einmal Sand ist. Und Tails hat tatsächlich meine eigene Stage, nämlich Sand Hill. Die ist aber halt eher ein Minigame, wo man mit dem Snowboard oder sozusagen Sandboard runterrasen muss. Den Frosch suchen muss. Weil den Frosch kennen wir ja nicht schon. Es ist Froggy. Der beste Freund von Big. Den er auch in seiner Story pausenlos suchen wird. Also im Prinzip geht sich die gesamte Big-Story nur darum, Froggy zu finden. Ne? Der hat den Chaos Emerald verschluckt. Den wir natürlich zurückholen werden. Keine Frage. Aber wie ist der hier eigentlich daran gekommen? Wir mussten ja einen Schalter aktivieren. Der hat da reingekommen, kann er sich plötzlich auch noch teleportieren oder was? Naja. Ich weiß gar nicht, was die Tore hier bringen. Hier wird selber eine Duplikate angezeigt, aber irgendwie bringt das nicht wirklich was. Aber naja, da ist Froggy auch schon, ne? Bringen wir den Chaos Emerald jetzt? Interessant, jetzt ist Tails also auch in der Vergangenheit gelandet. Nur kann er sich jetzt hier ein bisschen mehr umschauen als Sonic. Sollte es auch. Was ist das hier für ein Ort? Hey, die sehen aus wie Knuckles, nur in Pink. Das Leben ändert sich immer und ist nie permanent. Aber unser Reichtum wird ewig. Ja, das glaubst aber auch nur. Das hier ist nämlich das Volk der Echidna.
dem ja auch Knuckles gehört, deswegen sehen die ihm auch alle verdammt ähnlich. Bei Pink. Hey, du, was hast du zu sagen? Gott, bist du schnell! Du sollst nach dem Rhythm Badge suchen, ne? Wenn du es ansteckst, kannst du dich noch schneller drehen, fast wie beim Tanzen, ne? Rhythm Badge? Bin ich hier, um zu tanzen, aber gut. Ich weiß auch gar nicht, was man jetzt hier machen muss. Ich glaube, man muss tatsächlich diesem Badge suchen. Orden. Bei Paper Mario. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das ist. Vielleicht kann mir der Gegner da drüben weiterhelfen. Die Häuptlingstochter liebte ihre Großmutter so sehr. Das Land war kleiner, als die Großmutter noch lebte. Aber der Häuptling wollte sein Reich vergrößern. Nach dem Tod der Großmutter begann er seine Feldzüge. Er war erfolgreich. Bald eroberte er die angrenzenden Gebiete. Aber der Tochter gefielen die Taten ihres Vaters nicht. Ja, wem würde auch sowas gefallen, ne? Das heißt, der Vater hat quasi Krieg begonnen, wenn man es mal so nimmt. Das Ding. Weiß das jetzt hier irgendwo? Wahrscheinlich ist es jetzt möglich. Warte, da oben vielleicht? Ich weiß auch gar nicht mehr, was dieses Rhythm Badge bringt. Ansonsten werde ich damit wohl kaum können, ne? Auch nicht. Wer ist diese Häuptlingstochter? Vor allem der Häuptling an sich, den würde ich ja gerne mal kennenlernen und ihm in die Fresse schlagen für seine gierige Art. Laufen sie alle rum. Wir müssen diskret vorgehen, aber oft handeln wir anders. Ich hatte noch nie in meinem Leben Angst. Gibt es jemanden oder irgendwas, das mir Angst einflößt? Frage, mein Freund. Sicher, irgendwann wird schon noch was geben, was dir Angst einflößt. Ich suche mal offscreen danach. Endlich habe ich es gefunden und es war so eigentlich so offensichtlich. Wie kann man das übersehen? Also ehrlich. You found the rhythm badge. To do continuous tail attacks, hold the action button down. Joa. Also, ich habe jetzt tatsächlich mindestens 20 Minuten damit zwei Minuten damit verbracht, danach zu suchen, ne? Das Rhythm Badge ist noch nicht mal irgendwie nützlich oder so. Alles, was man damit machen kann, ist nämlich hier, das hier. Nicht wirklich was. Oh, wer bist du denn? The servers are the 7 Chaos Emeralds. Hello there, friend. How are you? What were you saying before? Huh. It's something my grandmother taught me. I'm never to forget it. It goes like this. The servers are the 7 Chaos. Chaos is power, power enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. But I'm still not sure what it all means. But the number 7 is the same as the number of emeralds there are. Emeralds? Forgive me, but I don't think we've ever met before. I'm Tikal. And you are? Ja, mir fehlen echt die Worte. Also, wir haben jetzt die Kai kennengelernt, die Tochter des
Häuptlings, die was von den 7 Chaos Emeralds erzählt hat. Wir haben Big, ein weiteres Mal getroffen. Vergessen wir es, haben wir es ganz schnell wieder. Und wir haben immer noch den roten Chaos Emerald. Das heißt, wir können das Raumschiff endlich. Raumschiff, genau. Flugzeug endlich anmachen. The time has come at last. This new plane should work a lot better. I've ironed out most of the problems. So, here it goes. Emerald, do your stuff. Ready, Sonic? Here I come. Tornado 2, clear for takeoff. Away we go. Ja, und jetzt nehmen wir wieder die Verfolgung auf. Ja. Das haben wir auch gesehen, wie im Prinzip haben wir jetzt alles gesehen, was in der Sonic Story nicht passiert. Ja, wobei eine Sache fehlt ja immer noch. Es war nachdem der Egg Harrier anfängt runterzugehen, liegt der Tails mit Amy weg. Spoiler, da jetzt glaube ich überhaupt nichts mehr, weil es haben ja schon alles in der Sonic Story gesehen. Aber was danach passiert, das verrate ich jetzt noch nicht. Aber ich wollte noch auf diesen. Aber ich wollte noch auf diese Vergangenheit da eingehen. Ne? War, ich muss sagen, dass selbst die Musik da nicht wirklich gut war. Weil es war im Prinzip nur so ein Trommelbeat, das sich immer wiederholt hat. Und ich mal in den Cutscenes aufgehört hat zu spielen. Das fand ich ja besonders lustig. Dass die ernsthaft so schlecht waren und es nicht irgendwie gemutet haben oder so. Keine Ahnung, was da schief ging. Aber das werden wir halt nicht nur einmal haben, sondern mehrmals. Übrigens, wenn man jetzt von der Stelle, wo Tails in der Vergangenheit angekommen ist, das nach hinten gegangen wäre, diesen Gang da, dann wäre man zum zum Schrein des Master Emeralds gekommen. Haha, so far so good. Hope you know what you're doing. You bet. Watch this. Kann man das noch überspringen? Nee, kann man nicht. Ja. Dann wären wir zum Schein des Master Emeralds gekommen. Ich habe auch da natürlich nach dem Riven Beige gesucht. Aber ob es da eben was gefunden hat, da lag es ganz offensichtlich da. Also dachte halt, es wäre irgendwie auf dem Dach oder so. Aber nein, es lag einfach. Ganz offensichtlich da, indem man eine Treppe hochläuft. Aber während ich danach gesucht habe, habe ich auch mit ein paar Leuten gesprochen, die, wo ich halt dachte, ja, okay, ich könnte vielleicht das wissen. Und dann hat er einer erzählt, dass der Häuptling Pachacamac heißt. Und Krieg geführt hat, um halt an Reichtümer zu kommen und sein Reich zu vergrößern. Ne? Die Hauptlingstochter, die war halt da strikt dagegen. Auch an ihrer Stelle. Die anderen Kidnas sind im Prinzip halt nur Mitläufer, die halt da in Folge waren. Die sind kein bisschen schlauer. Und
Naja, sowas gab es ja auch schon öfters in unserer Geschichte. Ja? Ich würde jetzt keine Namen nennen, aber. Aber es ist leider kein Einzelfall. Was geht gegen die Kanone? Yep. Die Kanone. Ich habe übrigens rausgefunden, die kann man auch nur mit einem einzigen Schlag besiegen, ne? Sieb, aber das habe ich leider nicht geschafft. Oh, da wird ich wenig Leben. Da ist sie auch schon besiegt, obwohl sie sich nicht mehr richtig öffnen konnte. Auch besser so. Jetzt möchte ich aber doch gern wissen, woher Tails überhaupt weiß, dass Amy hier ist. Ich meine, er war ja nicht dabei, wo sie ihn führt wurde. Das ist wirklich eine Logiklücke. Aber naja, wir werden im nächsten Part ebenfalls den Egg-Carrier stürmen, ne? Wobei, die Verwandlung will ich euch trotzdem zeigen. Warum nicht? Auch wenn wir sie schon kennen. Don't get any ideas, Sonic. You have no idea what this vessel can do. How about I give you a little sample? Ja, und im nächsten Part werden wir es wagen, zum Sky Deck zu gehen. Der Sky Deck. Das zum Geier. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.